Hoppidi hopp. Okay, sind Raben da oder ja, Raben sind da. Oder Krähen. Siehst du. Mr. Michaels, es. Der Arzt möchte Sie sprechen. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Das hätte ich sowieso gemacht. Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Oh je. Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom. Nein. Hallo. Hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zurzeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren, bist du da? Er ist hier, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzeih mir bitte. Ich habe einiges über diesen Ort herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube, Reginald Boris gehört dazu. Ich habe ihn heute gesehen. Und jetzt... Nein, nein, gehen Sie! Da! Darren, hilf mir! Hallo? Hallo! Angelina! Jetzt muss er nach Eingang kommen. Kapitel 3. Aufwachen, wir sind da. Das ist es also. Das einzige Hotel in diesem gottverlassenen Ort. In London musste ich in den Zug umsteigen und dann noch einmal 45 Minuten im Taxi sitzen. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Das Dorf Willow Creek liegt ein Stück die Straße runter. Aber ich sollte mich erst einmal hier umsehen. Angelina muss in diesem Hotel eingecheckt haben. Natürlich, aber schauen wir uns zuerst an. Ein großes Vogelbad aus einer Marmorimitation. Es ist mit Wasser gefüllt, aber ich sehe keine Vögel weit und breit. Ob eine Vogeltränke in einem Land, in dem es ständig regnet, Sinn macht? Ja, da muss sich der Vogel nicht allzu sehr anstrengen beim Trinken. Eine nasse, unbequeme und etwas schäbig aussehende Holzbank, an der langsam die Farbe abblättert. Die Bank ist nass, da setze ich mich nicht hin. Hinter den meterhohen Fenstern liegt die Lobby des Hotels. Ganz schön gewaltig für so ein kleines Landhotel. Ein großer Haufen nasser Blätter. Ein Gärtner muss sie mit dem Rechen vom Rasen zusammengekehrt haben. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Die Blätter außen sind klatschnass, aber etwas weiter innen sehen sie trockener aus. Der Regen hat also noch nicht alles durchnässt. Der Haufen liegt noch nicht... Okay, das heißt, da müssen wir sicher irgendwas anzünden. Ich gehe mal stark davon aus. Und was ist mit dem Vogelbad da? Das lasst man gerade ruhig. Ich kann nichts Interessantes... Okay. Hui,
Der Efeu dürfte mindestens 100 Jahre alt sein. Er ist schon das gesamte Gebäude hochgeklettert. Schade, dass ich nicht heimlich in den ersten Stock kommen muss. Der Efeu wäre ein idealer Leiterersatz. Da hängen drei Flaggen. England, Großbritannien und die Europäische Union. Letztere wurde bestimmt nur wegen der Touristen aufgehängt. Aber die Markise noch? Die Worte Gordon's Palace wurden einfach auf die Markise gedruckt. Billig. Die Markise bietet wenigstens etwas Schutz bei Regen. Trotzdem ist es unangenehm, hier draußen zu stehen, wenn innen beheizte und trockene Räume warten. Ja, dann geh rein, du. War das nicht das Oh, ein neuer Gast. Herzlich willkommen im Gordon's Palace. Mein Name ist Mary. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau, die hier abgestiegen ist. Vielleicht haben Sie sie gesehen? Ja, vielleicht habe ich das. Vielleicht aber auch nicht. Wissen Sie, das ist ein verschwiegenes Hotel. Ich kann nicht über meine Gäste sprechen. Also ist sie Gast hier? Wie ich schon sagte, ein verschwiegenes Hotel. Ja. Geradezu ausgestorben, möchte man sagen. Zurzeit ist nun mal gerade keine Saison. Es wird auch mal wieder mehr los sein. Dies ist das beste Hotel in Willow Creek. Und ein Ort mit Geschichte. Dies war einst das Sanatorium des grausamen Robert Gordon, dem Dr. Frankenstein von Willow Creek. Ach ja? Ja, ja. Er war der Onkel von Samuel Gordon, dem wahnsinnigen Mörder. Alle dachten, er wäre ein seriöser Arzt, der saubere Sir Robert. Doch in Wahrheit hat er verbotene Experimente an den Insassen des Sanatoriums durchgeführt. Üble Sache, üble Sache. Und dann dachte jemand, das wäre ein toller Ort für ein Hotel. Natürlich, natürlich. Direkt nach den Morden vor 12 Jahren kamen die Touristen in Scharen, wollten sich alles ansehen. Doch wo sollten sie übernachten? Es gab kein Hotel. Also habe ich dieses Gebäude gekauft. Die Insassen wurden natürlich direkt nach den Vorkommnissen weggebracht. Einige sind auch abgehauen. Aber auf jeden Fall hatte ich das Haus gekauft. Ich habe es renovieren lassen. Und nun ist es das beste Hotel am Platz. Wie viele Nächte wollen Sie bleiben, haben Sie gesagt? Eigentlich wollte ich nur wissen, ob Sie diese junge Dame gesehen haben. Ihr Name ist Angelina Morgan. Nun, mit Fremden kann ich nicht über Gäste reden. Wissen Sie, der Ruf des Hotels. Verstehe. Und wenn ich selber Gast im Hotel wäre, dann? Dann könnten wir natürlich einen kleinen Plausch darüber halten, wer zurzeit noch ein Zimmer hier hat. Also schön. Ein Zimmer bitte. Für, sagen wir, erstmal für 2 Nächte. Sehr gerne. Macht 90 Pfund. Nummer 12 kriegen wir. Was ist nun mit Angelina? Ist sie hier? Die junge Dame checkte vor einigen Tagen hier ein. Zimmer 13, direkt neben ihrem, Sir. Allerdings habe ich sie seit gestern Morgen nicht mehr gesehen. Danke. Zimmer 13, das ist hier den Gang runter? Ja, Sir. Sie selber haben Zimmer 12. Sie verstehen natürlich, dass ich sie nicht in das Zimmer der Dame lassen kann. Sie wissen ja, der Ruf des Hotels. Damit bin ich schon mal einen Schritt weiter. Angelina war hier. Vielleicht finde ich Hinweise, was sie entdeckt hat und wem das nicht passte. Da gibt es einiges zum Anschauen. Da war so eine große Zimmerpflanze in einem gewaltigen Blumentopf. Keine Ahnung, was das für eine ist. Damit kenne ich mich nicht aus. Das sagt ich kann nichts Pflanze. Spannendes entdecken. Die Pflanze sieht nicht allzu glücklich aus. Aber wie gesagt, ich kenne mich weder mit Botanik noch der Psyche von Pflanzen aus. Diese Knacksereien nervt manchmal. Ein klassischer dunkelbrauner Ledersessel. Die Armlehnen sind etwas abgewetzt. Er hat schon bessere Zeiten erlebt. Zum Ausruhen ist keine Zeit, bis ich Angelina gefunden habe. Eine Flasche mit Schnaps? Vielleicht könnte ich sie mitnehmen, wenn Mary gerade nicht hinsieht. Vielleicht jetzt? Voila! Eine Flasche mit Alkohol. Ein kleines Fläschchen mit hochprozentigem Alkohol. Vermutlich kippt sich Murray das in seinen Tee.
Haben schon sein Geschirr. Mary scheint gerade etwas gegessen zu haben. Ich schätze, er ist der einzige Angestellte in seinem Hotel. Also kann er seinen Platz hinter dem Tresen nicht einfach verlassen, um essen zu gehen. Mary scheint gerade etwas gegessen zu haben. Ich schätze, er ist der einzige Angestellte. Das Messer ist noch unbenutzt. Ich pack's ein. Vielleicht kann ich's ja noch gut gebrauchen. Und du bist der einzige Gast. Und was dann heißt, wer es gestohlen hat, ne? Das ist so ein Ding, mit dem in größeren Hotels die Koffer transportiert werden. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es hier Pagen gibt. Wenn überhaupt, wurde das Ding vielleicht in den ersten Monaten nach der Eröffnung mal benutzt. Ich möchte wetten, dass es seitdem nicht mehr bewegt wurde. Das Wetter hat sich immer noch nicht gebessert. Es regnet die ganze Zeit vor sich hin. Ach du Scheiße. Billige Plastikmasken von Samuel Gordon. Messerattrappen mit blutiger Klinge. Und das Schlimmste ist, einigen meiner Mitmenschen traue ich zu, solche Dinge zu kaufen. Ja, dass du wirst das jetzt kaufen. Und was soll das sein? Aha. Der Original-Seelenschlüssel. Beschwören Sie dunkle Mächte und jagen Sie Ihren Lieben einen Schrecken ein. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Gruselige Soundeffekte, Höllenspaß. Batterien sind nicht enthalten. Ich fass es nicht. Bevor ich diesen Plastikmüll aus China kaufe und damit so ziemlich alles Schlechte in dieser Welt auf einmal unterstütze, fällt mir eher die Hand ab. Du wirst das noch brauchen. Ein Ständer mit geschmacklosen Postkarten für Touristen, wie es scheint. Sie zeigen Bilder aus dem Dorf oder blutige Messer. Hier ist eine mit einer schreienden Frau. Willow Creek. Ich war dort und habe es überlebt. Willow Creek lässt dir das Blut gefrieren. Willow Creek, Heimat der Mörder. Nicht zu fassen. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Obwohl sie nur aus Holz sind, dürften sie nur schwierig aufzubrechen sein. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Ein altmodisches Telefon. Vermutlich soll es klassisch sein, aber wenn wir ehrlich sind, es ist alt, mehr nicht. Wen sollte ich anrufen? Angelina hat hier eingecheckt und bewohnt das Zimmer mit der Nummer 13. Mehr kann mir das Gästebuch vermutlich auch nicht sagen. Selbst wenn im Gästebuch etwas Interessantes stünde, würde mir Mary sicherlich keinen Blick erlauben. Der Ruf des Hotels, verstehen Sie? Einer der Schlüssel gehört zu Angelinas Zimmer. Nummer 13 ist es. Aber ich komme nicht an die Schlüssel heran, solange Mary hinter dem Tresen steht. Wir haben ja schon noch weglocken können. Was soll das sein? Ein Seelenschlüssel. Das sind mächtige, magische Artefakte. Nach den Morden von vor 12 Jahren hat die Polizei Aufzeichnungen im Schloss sichergestellt. Darunter befanden sich auch Bilder von diesen Seelenschlüsseln. Samuel Gordon muss geradezu besessen davon gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass Samuel mehrere davon in seinen Besitz gebracht hat. Vielleicht wurde ihm vom Teufel persönlich der Auftrag dazu erteilt. Vielleicht. Fest steht, dass er dafür gemordet hat und dass die Schlüssel, sofern sie jemals existiert haben, mit seinem Selbstmord verschwunden sind. Und was hat es mit diesem Plastikmüll auf sich? Das ist kein Müll. Wissen Sie, wie teuer es war, Tausende davon produzieren und hierher verschiffen zu lassen? Es hat mich ein Vermögen gekostet. Tausende? Wie viele haben Sie verkauft? Sagen wir so, ich muss in nächster Zeit nicht nachbestellen. Dabei sind sie großartig. Sie leuchten sogar, wenn man eine Batterie reintut. Großartig. Was können Sie mir sonst noch über Angelina erzählen? Weiß nicht. Nettes Mädchen. Schien viel unterwegs zu sein. War immer mal für ein paar Stunden weg, ging dann wieder in ihr Zimmer, ging wieder weg. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? War sie nervös? Ängstlich? Nein, eigentlich nicht. Sie schien etwas gestresst zu sein. Angespannt und immer in Eile. So sind die jungen Leute eben. Haben Sie die Polizei gerufen, nachdem sie gestern Abend nicht wiedergekommen ist? Ach was, warum denn? Sie hat im Voraus bezahlt. Alles in Ordnung.
Oh ja, alles wunderbar. Sie liegt vielleicht verblutend im Wald oder ist in der Hand von gewalttätigen Entführern. Aber sie hat ja im Voraus bezahlt. Ganz ruhig, ihr wird schon nichts passiert sein. Seit 12 Jahren ist hier absolut tote Hose. Leider. Was war das früher hier für ein Gebäude, sagten Sie? Das alte Ashbury-Sanatorium. Das legendäre, das grausige, das unfassbare Sanatorium des wahnsinnigen Robert Gordon. Aha. Sir Robert war der Onkel väterlicherseits von Samuel Gordon. Er lebte im Schloss und war, natürlich wie alle Gordons, komplett verrückt. Er hat hier im Sanatorium Experimente mit den Insassen gemacht. Verbotene Experimente. Schreckliche Experimente. Und das hat niemand mitbekommen? Er hat es meistens nachts getan. Allein. Er hatte nur einen Komplizen im Dorf, Dr. Herman. Beide wurden ermordet, bevor sie bei ihren Machenschaften erwischt wurden. Aber seit ihrem Tod geschehen seltsame Dinge. Leute wollen geisterhafte Erscheinungen in den Fluren hier gesehen haben und Geräusche, die aus der Erde kommen. Schon klar. Und das steht vermutlich groß vorne auf Ihrem Werbeflyer, oder? Ein paar Geister wären sicherlich gut fürs Geschäft. Nur schade, dass das völliger Blödsinn ist. Was können Sie mir über den Ort sagen? Willow Creek? Das ist das Nest, in dem ich geboren bin. Genau wie alle anderen, die Sie hier in der Gegend sehen werden. Niemand zieht hierher. Entweder man ist hier geboren und bleibt hier, oder man ist hier geboren und zieht weg. Die jungen Leute hält es nicht hier. Sie wollen in die Stadt. Der Ort stirbt aus. Gibt's hier was Besonderes zu sehen? Das Museum natürlich. Ich war maßgeblich daran beteiligt, es aufzubauen. Es steht sogar auf meinem Grund und Boden, den ich, naja, für eine kleine angemessene Miete verpachtet habe. Gehen Sie ins Dorf, Sie werden es nicht übersehen. Nachdem die Touristen ausblieben, haben wir es eingerichtet. Die Leute wollen schließlich etwas geboten bekommen. Erst letztes Jahr haben wir den hinteren Teil des Museums umgestaltet. Hat jetzt viel mehr Pep, war meine Idee. Die anderen Leute im Dorf haben keine Ahnung vom Geschäft. So? Man muss Geld investieren, um Geld zu machen. Und mit ein paar langweiligen Tontöpfen und Teppichen kann man keine Touristen anlocken. Stimmt's? Und womit kann man Touristen anlocken? Mit einer Show. Man muss ihnen etwas bieten. Wir haben hier 5 grausige Morde, eine alte Familie voller Wahnsinniger, einen dunklen Fluch. Daraus muss doch Kapital zu schlagen sein. Scheint bisher nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Leider, leider. Viele haben nicht mitgezogen, meinten, man solle die Toten ruhen lassen. So wird das dann natürlich auch nichts. Natürlich nicht. In den ersten Jahren nach den Morden sah es noch ganz gut aus. Die Zeitungen haben viel über unsere Morde berichtet. Massig kostenlose Publicity. Von überall her kamen sie, ganze Busse. Aber dann, naja, irgendwann war der Hype vorbei. Wie tragisch. Vielleicht sollten in jeder Saison ein paar Leute umgebracht werden. Dann haben sie auch wieder mehr Presse. Ja, ja, ihnen kann es ja auch egal sein. Sie haben nicht ihre ganzen Ersparnisse investiert. Aber am Ende lache ich. Es wird wieder aufwärts gehen mit diesem Ort. Was ist das für ein Schloss da draußen auf dem Hügel? Das ist das berühmte Schloss Black Mirror, Stammsitz der Familie Gordon. Es gibt nur wenige Gemäuer hier, die eine ähnlich faszinierende und blutrünstige Geschichte haben. Wieso? Was ist dort passiert? Was nicht, müsste man fragen. Alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten. Mord, Folter, Hexenverbrennung, dunkle Rituale, Teufelsanbetungen. Alles. Ja, sicher. Und das erzählen Sie nicht nur den Touristen, um die Ecke hier interessanter zu machen. Hey, hey, hey. Na ja, ganz so schlimm ist es dort vielleicht nicht. Aber es stimmt schon, was die Leute sagen. Das Schloss ist verflucht. So viel ist sicher. Verflucht? Schauen Sie sich doch nur die Gordons an. Eine uralte Familie, die jetzt aussterben wird. Ein Schicksalsschlag folgt auf den nächsten. Allein die letzten Ereignisse. Vor gut 25 Jahren brannte es im Schloss und Master Samuel verlor seine junge Ehefrau in den Flammen. Vor 12 Jahren dann der Selbstmord des alten Gordon, ist vom Turm des Schlosses gesprungen.
Danach der Mord an Robert und Samuels Selbstmord. Die letzte Überlebende, Gordon, ist Lady Victoria. Sie ist schon an die 90 und wenn sie stirbt, wird mit ihr eine der ältesten Familien Englands verschwunden sein. Klingt nach Pech, aber nicht unbedingt nach einem Fluch. Doch, das Schloss ist verflucht. Es macht die Leute wahnsinnig. Wie erklären Sie sich sonst, dass ein Gordon nach dem anderen durchdreht? Einige Geisteskrankheiten sind erblich. Und wenn es eine alte Adelsfamilie ist, könnte auch Inzest eine Rolle spielen. Ja. Oder natürliche Radioaktivität oder vergiftetes Grundwasser. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Fluch. Jeder weiß das. Könnten Sie mir nicht doch vielleicht Angelinas Zimmerschlüssel geben? Wenn Sie mir das Hotel abkaufen und ich mich zur Ruhe setzen kann, können wir darüber reden. Und wenn ich $50 auf dem Tresen vergesse? Schauen Sie sich dann draußen bei Tageslicht die hübschen Bilder auf den Schein an? Junger Mann, dies ist ein Qualitätshotel. Ich kann und werde es nicht zulassen, dass sein Ruf beschädigt wird. Es würde doch niemand bemerken. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin nicht bestechlich und damit basta. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Na, der hat viel geplappert. Gehen wir zu den Zimmern einmal. Raum 13. Das ist Angelinas Zimmer. Und das ist mein Zimmer. Die Nummer 12. Ich werde erst einmal diesen Rucksack loswerden. Und dann muss ich irgendwie in Angelinas Zimmer kommen. Gleich viel besser. Aber mal der Wand. Seltsam. Die Wand sieht nicht so aus, als gehöre sie hierhin. Sieht provisorisch aus. Dahinter ist es ziemlich dunkel. Es sieht so aus, als sei der Gang dort einfach noch nicht renoviert worden. Ich würde mal behaupten, diese Wand wurde nur hochgezogen, um die Gäste im vorderen Teil des Hotels nicht zu stören, während hinten noch renoviert wird. Vielleicht ist Mary dann das Geld ausgegangen oder er hat eingesehen, dass er nicht mehr Zimmer braucht. Auf jeden Fall wurde die Renovierung nicht beendet. Angelinas Zimmer ist abgeschlossen. Ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen. Probier's aus. Angelinas Zimmer ist ab. Zur Lobby. Da haben wir Uhren, Bücherschrank. Eine hölzerne Uhr mit Glasabdeckung und einigen Schnitzereien. Hä? Was ist das? Die Uhr ist nur ein Imitat. Sie kann nicht aufgezogen werden. Vermutlich eine billige elektronische Uhr mit Batterien. Mal sehen. Einige Krimis, Gedichtbände, Märchenbücher, Gruselgeschichten. Genau das Richtige für einen entspannten Abend im Hotel. Leider werde ich den nicht haben.